Ja, meine Damen und Herren, die Nächte werden länger, es wird kälter, es wird gemütlicher, dadurch vielleicht auch erotischer. Und deswegen haben wir uns den Mann eingeladen, der einmal mehr zum Teetrinker, zum Dichter, zum Poeten und auch zum Erotomanen wird in diesem Herbst. Das ist ohnehin sein Thema. Er wird, je älter er wird, immer erotischer für sich selbst, aber auch für andere. Und er wird uns davon erzählen. Herzlich willkommen. Hier ist unser allerliebster Sachse. Hier ist Olaf Schubert. Hey. Romantiker, Teetrinker, Dichter, du vereinst all das in diesem kleinen Körper. Bist du jemand, mit dem man über seine Träume sprechen kann? Jemand, der das versteht, was Frauen wollen? Ich versuche zu verstehen. Aber es ist natürlich unwahrscheinlich komplex, wie ich feststellen musste. Also, Frauen waren jetzt nie so mein Thema, aber man kommt einfach nicht drum rum. Und dann merkt man schon, sie sind anders. Und das hängt mit diesem Emotionshaushalt zusammen. Ich glaube, ein Mann hat ein Gefühl im Jahr, wenn es aufregend ist. Und eine Frau hat 10 Gefühle pro Sekunde, so sage ich mal so ungefähr. Und da prallen natürlich Erfahrungswelten aufeinander. Und das ist eigentlich nicht zu dechiffrieren, dieses Konvolut an Emotionen. Aber trotzdem hast du dich ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr mit Frauen beschäftigt. Und da hast du... Erstmal eine oder so. Oder ja, mit einer, ja, das reicht ja. Kennst du eine, kennst du alle. Oder, ja. Ja. So. Also bist du jemand, der sich gut vorbereitet? Hast du Kerzen zu Hause? Legst du Barry White auf? Gurgelst du mit Mundwasser? Welche Vorbereitung triffst du, wenn du kurz davor bist, demnächst vielleicht eine Frau zu treffen? Ja, das macht man ja, glaube ich, nur, wenn man eine Frau kennenlernt. Ne? Also so kenne ich es von den anderen Männern. Man ist am Anfang sehr engagiert und dann kommt es zum Knick in der Leistungskurve, und zwar meist 3 Tage nach der Hochzeit. Ne? Dann so. Aber am Anfang muss man sich schon reinknien. Also zum Beispiel, dass man so fragt, Mensch, hast du ein Hobby oder so? Ne? Dass man so Interesse. Dass man so tut, als würde es einen interessieren, und das kommt richtig gut an. Ne? Dann, ja. Das ist eine gute Frage. Aha. Räucherstäbchen? Führen die noch zur gewünschten Erfolg? Räucherstäbchen wird es vielleicht, wenn die Frau es nicht so aussieht, oder wie, dass man so... Also, dass man sie anzündet. Nein, wegen Esoterik und ganzheitlich. Damit habe ich keine Erfahrung. Ich komme aus der Nähe vom Erzgebirge. Wir haben so eher so diese Erzgebirgs... So Weihnachten macht man bei uns Räucherstäbchen an. Okay, aber hast nicht einen direkten Zusammenhang festgestellt, dass Frauen dann ohnmächtig werden. Was wirkt auf Frauen aphrodisierender? Ist das Muskeln, ist das Macht, ist das Sensibilität? Wie hast du es bei dieser einen? Muskeln sind es nicht. Ich habe ja mir meine Muskeln absaugen lassen. Also, nein. Ich glaube, dann schon, dass man sagt ja immer so, ein Mann ist interessant. Ne, so. Ja. Und das ist ja bei mir. Ich habe viel probiert. Ich war Fußpfleger, ich war Kameramann, ich war Meeresbiologe, Liedermacher und so. Und da denke ich, oh, der ist interessant. Der hat ja, also klar, ja, du hast natürlich, da gibt es viel zu entdecken bei dir, kann man sagen. Ja. Ist es denn so, dass das ist ja auch bekannt, dass du dich von deiner langjährigen Freundin Carola getrennt hast? Oder ich weiß, ich erinnere es jetzt gar nicht mehr. Oder hat sie sich von dir getrennt? Viele Grüße erstmal. Hallo. Wir haben uns getrennt, das stimmt. Ich wollte, falls ihr mich sieht jetzt. Man lebt sich so auseinander. Man hat sich nichts mehr zu sagen irgendwann. Ne? Das ist ja, glaube ich, das Schlimmste. So, ne, die Frau zetert rum, den Mann interessiert es nicht, die Frau sagt, ich springe aus dem Fenster, der Mann sagt, ich warte unten. Ne, das ist ja also diese Situation, die es zu vermeiden gilt. Und das hat bei uns nicht geklappt. Also dazu kommt, ich hatte viel nachzuholen, ich habe mit einer anderen gespielt, das war so eine Art urologisches Picknick. Also das war... Gehört jetzt vielleicht nicht, wenn man dann in flagranti erwischt wird, zwar natürlich bei uns zu Hause. Frau kam zurück nach der Entbindung, Kind auf dem Arm. Und ja. Auch kein guter Mensch. Ja. Da war sie angefressen. Das stimmt. Also, und das ging zu weit. Ja. Mit Recht, natürlich. Als sensibler Mann spürt man ja, jetzt bist du zu weit gegangen. Und das ist ein Fehler, den ich ja trotzdem noch bereue. So, also ich würde es ja jederzeit nicht wieder machen.
Also das heißt, Treue ist dir immer schwer gefallen? Reue und Treue, das sind eigentlich die Kernthemen einer Ehe. Jetzt ist es ja vielleicht das Timing für Carola, deiner Ex-Freundin, ein bisschen schlecht gewesen, sich jetzt genau jetzt von dir zu trennen, weil jetzt bist du kurz vor dem Durchbruch, mehr oder weniger? Seit Jahren. einmal mehr vor dem Durchbruch. Du hast einen Wahnsinnsfilm am Start und du spielst da mit Mario Adorf. War das nicht vielleicht ein Fehler, dass sie dich genau jetzt, wo du sozusagen mit Mario Adorf da so... Da will ich jetzt nicht, also ich glaube, mich zu verlassen, es ist immer die richtige Zeit, sich von mir abzuwenden. Also da will ich jetzt ihr nichts vorschreiben. Und es wäre ja auch furchtbar, wenn sie mit mir zusammen bliebe. Nur, wenn ich jetzt mit Mario Adorf im Kino so... Ja, das genau. Wäre ja Quatsch. Also, wie heißt denn der Film? Schubert in Love. Ja, genau. Das ist... Das ist ja für dich eine ganz neue Sache. Du bist ja sonst immer alleine auf der Bühne, du machst Stand-up. Jetzt in so einem großen Film mitzuspielen, wie viele Leute sind da, da sind unglaublich viele Leute beteiligt. Also, ja. Ich glaube, es waren wirklich mehrere. Also, das wird sicher, ne, das wie viele Leute braucht man, um einen richtig guten Film zu machen? Wie viel man braucht? Ja. Bisschen Kohle. Wie viel braucht man? Ich weiß nicht. Mindestens zwei. Einer, der die Kamera und einer, der davor Faxen macht. Ne? Also mindestens zwei. Aber... Ob der dann deshalb gut wird, ich weiß es nicht. Also gibt es dann Mindestmaß, ich weiß es nicht. Man braucht eine gute Idee vielleicht und braucht einen guten Wecker, der einen wirklich auch früh um sechs weckt. Man muss so früh anfangen. Ne? Ja, das war der Fall. Ja. Du sollst in diesem Film unbedingt ein Kind zeugen. Du bist der Sohn und Mario Adorf ist der Vater. Ist das schwer, dann so auf Knopfdruck so einen Sexualpartner zu finden? Den Akt der Leidenschaft zu verstrengen. Also das geht natürlich nicht. Genau, da kommen wir ja wieder. Man muss ja erstmal eine Frau finden und dann der Sexualakt. Ja klar, ich meine, man kann dabei an was Schönes denken, aber das da hinkommen, das Vorarbeiten zum Ziel, das ist das, wenn man eigentlich gar nicht will. Ne? Man ist ja, naja, und dabei stand dir die Welt offen. Also wir können ja mal einen kurzen Blick reinwerfen in Schubert in Love. Und man sieht wirklich, du hast die Auswahl aus vielen und du hast dich dann, glaube ich, für das richtige Modell entschieden, wenn ich das sagen darf. Bitte sehr. War das schwer, eine Bettszene zu ziehen? Es kam ja zum Äußersten. Ja, es war jetzt nicht... Also der Polunder bleibt an, insofern kommt es nicht zum Äußersten. Ne? Aber es ist schon komisch, also 6-2 ist schon mal ungewohnt und dann, dass er dann auch noch andere, so, die machen verrückt. Aber das ist ja, Sexualität ist dein Thema, also du stehst auch da kurz vorm Durchbruch, habe ich das Gefühl. Und deswegen gehst du ja mit einem Programm auf Tour, das heißt Forever Sexy. Was macht dich so sexy? Ich habe mir das hart erarbeitet. Also das ist wirklich Volkshochschule, Aufbaukurs. So, ich glaube, es gibt welche, die bekommen es in die Wiege gelegt. Ich bekomme es nicht in die Krippe gelegt. Also es geht da aber eher um die Frage, muss man für immer sexy sein? Da sind wir schon wieder bei diesem Leistungsdruck. Ne? Geht das? Kann man alle Erwartungen erfüllen, die Gesellschaft in einen setzt? Und ich glaube, das geht nicht. Muss ja auch nicht. Ne? Man kann ja auch mal nur so höck, höck. Was macht die Fans so verrückt nach dir? Was glaubst du, schätzen die am allermeisten an dir? Ich glaube jetzt eher bei mir, die sind froh, wenn sie wieder raus sind. Also es ist nicht so. Ich will eigentlich ein Olaf zum Anfassen sein, aber es macht halt keiner. Ohne zu jammern. Wie muss deine Traumfrau sein? Was hast du eine genaue Vorstellung? Nur falls jetzt sich Leute melden? Nein, da will ich der Frau nichts vorschreiben. Also sie kann ja eh nichts mehr machen, sag ich mal. Man wird ja irgendwie geboren und dann muss man sehen, wie man klarkommt und nein, Traumfrau ist nicht so. Wäre es für dich ein schlechtes Kriterium, wenn die Frau an sich irgendwas rumoperieren lassen würde? Ach so, jetzt hier mit Skalpell und wenn sie in die Schönheitschirurgie geht. Zum Beispiel. Wie man ja heute sagt, in die Änderungsfleischerei. nein, also ich, das glaube ich, nein, also ich, das, ich war mit Carola nicht immer einer Meinung, aber es war runtergefallen. Sie hat immer gesagt, solchen Quatsch macht sie nicht. Sie hat immer gesagt, ich vertraue meinem Schönheitsschlaf. Und ich habe gesagt, jawohl,
Aber ich meine, du kannst ja auch nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Ne? Also, man muss immer die Balance finden, sag ich mal, glaube ich. Margie, wenn du einen Schönheitschirurgen-Gutschein gewinnen würdest, was würdest du an Bill machen lassen? Gar nichts. Ich finde ihn toll, wie der ist. Ich hasse diese ganzen Schönheitssachen. Nee, brauchen wir nicht. Mein liebster Satz ist über eine Frau, die sich hat liften lassen von einem Berliner Taxifahrer. Wenn die sich setzt, geht der Mund auf. Ja, genau. Das ist ein böser. Entschuldigung. Nein. Es geht ja im Programm also viel ums Kennenlernen natürlich. Also, dass man erst mal rankommt an die Frau. Aber du weißt auch das ein oder andere über das Trennenlernen. Also, wie man sich richtig trennt. Hast du denn da auch schon Erkenntnisse gewonnen? Na, sehr früh, leider. Durch, sag ich mal, durch meine Familie. Meine Eltern haben sich wirklich erst ganz kurz vor ihrer Trennung kennengelernt. Und ich bin... Das war der Hund wahrscheinlich. Ja, also insofern kein Familienmensch, eher die verlorene Frucht eines hastigen Koituses, sag ich mal. So, vielleicht ein bisschen blumig, aber vielleicht sehnt man sich gerade deshalb nach Familie. Ne? So nach einer eigenen oder nach einer Freundin. Also ich hatte schon mal eine Freundin, aber es war halt keine eigene. Ne? Dass man eben so... Dass man sagt, das ist jetzt... Also wir drücken dir so die Daumen, dass das weiterhin gut läuft. Bist du denn guten Mutes, dass du irgendwann eine Frau findest? Ja, also ich mache mir da kein, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man nicht mehr von Hoffnung lebt, sondern vom Durchhalten. Also ja, wenn nicht, man muss es nehmen, wie es kommt. Ne? I'm just a Olaf. So. I'm just a Olaf, genau. Und dafür bedanken wir uns bei dir, dass du just a Olaf bist. Olaf Schubert forever. Sex. Aber am Anfang muss man sich schon reinknien. Also zum Beispiel, dass man so fragt, Mensch, hast du ein Hobby oder so? Ne? Dass man so... Interesse. Dass man so tut, als würde es einen interessieren. Und das kommt richtig gut an. Ne? Dann, ja. Das ist eine gute Frage. Aha. Räucherstäbchen? Räucherstäbchen. Führen die noch zur gewünschten Erfolg? Räucherstäbchen würde ich vielleicht, wenn die Frau es nicht so aussieht, oder wie, dass man so... Also, dass man sie anzündet. Nein, wegen Esoterik und ganzheitlich. Damit habe ich keine Erfahrung. Ich komme aus der Nähe vom Erzgebirge. Wir haben so eher so diese Erzgebirgs... So Weihnachten macht man bei uns Räucherstäbchen an. Okay, aber hast nicht einen direkten Zusammenhang festgestellt, dass Frauen dann ohnmächtig werden. Was wirkt auf Frauen aphrodisierender? Ist das Muskeln, ist das Macht, ist das Sensibilität? Wie hast du es bei dieser einen? Muskeln sind es nicht. Ich habe ja mir meine Muskeln absaugen lassen. Also, nein. Ich glaube, dann schon, dass man sagt ja immer so, ein Mann ist interessant. Ne, so. Ja. Und das ist ja bei mir. Ich habe viel probiert. Ich war Fußpfleger, ich war Kameramann, ich war Meeresbiologe, Liedermacher und so. Und da denke ich, oh, der ist interessant. Der ja, also klar, ja. Du hast natürlich, da gibt es viel zu entdecken bei dir, kann man sagen. Ja. Ist es denn so, das ist ja auch bekannt, dass du dich von deiner langjährigen Freundin Carola getrennt hast? Oder ich weiß, ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, oder hat sie sich von dir getrennt? Viele Grüße erstmal, hallo. Wir haben uns getrennt, das stimmt. Ich wollte, falls sie mich sieht jetzt. Man lebt sich so auseinander. Man hat sich nichts mehr zu sagen irgendwann. Ne? Das ist ja, glaube ich, das Schlimmste. So, ne? Die Frau zetert rum, den Mann interessiert es nicht. Die Frau sagt, ich springe aus dem Fenster. Der Mann sagt, ich warte unten. Ne? Das ist ja also diese Situation, die es zu vermeiden gilt. Und das hat bei uns nicht geklappt. Also dazu kommt, wie viel braucht man? Ich weiß nicht, mindestens zwei. Einer, der die Kamera und einer, der davor Faxen macht. Ne? Also mindestens zwei. Aber... Ob der dann deshalb gut wird, ich weiß es nicht. Also gibt es dann Mindestmaß, ich weiß nicht. Man braucht eine gute Idee vielleicht und braucht einen guten Wecker, der einen wirklich auch früh um sechs weckt. Ne? Man muss so früh anfangen. Ne? Ja, das war der Fall. Ja. Du sollst in diesem Film unbedingt ein Kind zeugen. Du bist der Sohn und Mario Adorf ist der Vater. Ist das schwer, dann so auf Knopfdruck so ein Sexualpartner zu finden? Den Akt der Leidenschaft zu verstrengen. Also das geht natürlich nicht. Genau, da kommen wir ja wieder. Man muss ja erstmal eine Frau finden und dann der Sexualakt. Ja klar, ich meine, man kann dabei an was Schönes denken, aber dass da hinkommen,
Das Vorarbeiten zum Ziel, das ist das, wenn man eigentlich gar nicht will. Ne? Man ist ja Naja, und dabei stand dir die Welt offen. Also wir können ja mal einen kurzen Blick reinwerfen in Schubert in Love. Und man sieht wirklich, du hast die Auswahl aus vielen und du hast dich dann, glaube ich, für das richtige Modell entschieden, wenn ich das sagen darf. Bitte sehr. War das schwer, eine Bettszene zu ziehen? Es kam ja zu spielen, es kam ja zum Äußersten. Ja, es war jetzt nicht. Also der Polunder bleibt an. Insofern kommt es nicht zum Äußersten. Ne? Aber es ist schon komisch. Also 6-2 ist schon mal ungewohnt. Und dann, dass er dann auch noch andere. So. Die machen verrückt. Aber das ist ja, Sexualität ist dein Thema. Also du stehst auch da kurz vorm Durchbruch, habe ich das Gefühl. Und deswegen gehst du ja mit einem Programm auf Tour, das heißt Forever Sexy. Was macht dich so sexy? Ich habe mir das hart erarbeitet. Also das ist wirklich Volkshochschule, Aufbaukurs. So, ich glaube, es gibt welche, die bekommen es in die Wiege gelegt. Ich bekam es nicht in die Krippe gelegt. Also ich, es geht da aber eher um die Frage, muss man für immer sexy sein? Da sind wir schon wieder bei diesem Leistungsdruck. Ne? Geht das? Kann man alle Erwartungen erfüllen, die die Gesellschaft in einen setzt? Und ich glaube, das geht nicht. Ja, meine Damen und Herren, die Nächte werden länger, es wird kälter, es wird gemütlicher, dadurch vielleicht auch erotischer. Und deswegen haben wir uns den Mann eingeladen, der einmal mehr zum Teetrinker, zum Dichter, zum Poeten und auch zum Erotomanen wird in diesem Herbst. Das ist ohnehin sein Thema. Er wird, je älter er wird, immer erotischer für sich selbst, aber auch für andere. Und er wird uns davon erzählen. Herzlich willkommen. Hier ist unser allerliebster Sachse. Hier ist Olaf Schubert. Hey! Romantiker, Teetrinker, Dichter, du vereinst all das in diesem kleinen Körper. Bist du jemand, mit dem man über seine Träume sprechen kann? Jemand, der das versteht, was Frauen wollen? Ich versuche zu verstehen, aber es ist natürlich unwahrscheinlich komplex, wie ich feststellen musste. Also Frauen waren jetzt nie so mein Thema, aber man kommt einfach nicht drum rum und... Dann merkt man schon, sie sind anders und das hängt mit diesem Emotionshaushalt zusammen. Ich glaube, ein Mann hat ein Gefühl im Jahr, wenn es aufregend ist. Und eine Frau hat 10 Gefühle pro Sekunde, so sage ich mal so ungefähr. Und da prallen natürlich Erfahrungswelten aufeinander und das ist eigentlich nicht zu dechiffrieren, dieses Konvolut an Emotionen. Aber trotzdem hast du dich ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr mit Frauen beschäftigt. Und da hast du... Erstmal eine oder so. Oder ja, mit einer, ja, das reicht ja. Kennst du eine, kennst du alle. Oder, ja. So. Also bist du jemand, der sich gut vorbereitet? Hast du Kerzen zu Hause? Legst du Barry White auf? Gurgelst du mit Mundwasser? Welche Vorbereitungen triffst du, wenn du kurz davor bist, demnächst vielleicht eine Frau zu treffen? Ja, das macht man ja, glaube ich, nur, wenn man eine Frau kennenlernt. Ne? Also so kenne ich es von den anderen Männern. Man ist am Anfang sehr engagiert und dann kommt es zum Knick in der Leistungskurve und zwar meist 3 Tage nach der Hochzeit. Ne? Das muss ja auch nicht. Ne? Man kann ja auch mal nur so höck, höck. Höck, höck. Was macht die Fans so verrückt nach dir? Was glaubst du, schätzen die am allermeisten an dir? Ich glaube jetzt eher bei mir, die sind froh, wenn sie wieder raus sind. Also es ist nicht so. Ich will eigentlich ein Olaf zum Anfassen sein, aber es macht halt keiner. Ohne zu jammern. Wie muss deine Traumfrau sein? Was hast du eine genaue Vorstellung? Nur falls jetzt sich Leute melden? Nein, da will ich der Frau nichts vorschreiben. Also sie kann ja eh nichts mehr machen, sag ich mal. Man wird ja irgendwie geboren und dann muss man sehen, wie man klarkommt und nein, Traumfrau ist nicht so. Wäre es für dich ein schlechtes Kriterium, wenn die Frau an sich irgendwas rumoperieren lassen würde? Ach so, jetzt hier mit Skalpell und wenn sie in die Schönheitschirurgie geht. Zum Beispiel. Wie man ja heute sagt, in die Änderungsfleischerei. nein, also ich... Das glaube ich, nein. Also, ich war mit Carola nicht immer einer Meinung, aber es war runtergefallen. sie hat immer gesagt, solchen Quatsch macht sie nicht. Sie hat immer gesagt, ich vertraue meinem Schönheitsschlaf. Und ich habe gesagt, jawohl.
Aber ich meine, du kannst ja auch nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Ne? Also, man muss immer die Balance finden, sag ich mal, glaube ich. Margie, wenn du einen Schönheitschirurgen-Gutschein gewinnen würdest, was würdest du an Bill machen lassen? Gar nichts. Ich finde ihn toll, wie der ist. Ich hasse diese ganzen Schönheitssachen. Nee, brauchen wir nicht. Mein liebster Satz ist über eine Frau, die sich hat liften lassen von einem Berliner Taxifahrer. Wenn die sich setzt, geht der Mund auf. Ja, genau. Ich bin, ich habe dann, wie soll ich sagen, ich hatte viel nachzuholen. Ich bin dann auch, ich habe mit einer anderen gespielt, also ich hab, das war so eine Art urologisches Picknick. Also das war, gehört jetzt vielleicht nicht, wenn man dann in Flagranti erwischt wird, das war natürlich bei uns zu Hause. Frau kam zurück nach der Entbindung, Kind auf dem Arm. Und ja. Oh no. Also kein guter Mensch. Ja. Da war sie angefressen. Das stimmt. Also, und das ging zu weit, ja. Mit Recht. Ja. Mit Recht, natürlich. Als sensibler Mann spürt man ja, jetzt bist du zu weit gegangen. Und das ist ein Fehler, den ich ja trotzdem noch bereue. So, also ich würde es ja jederzeit nicht wieder machen. Also das heißt, Treue ist dir immer schwer gefallen? Reue und Treue. Das sind eigentlich die Kernthemen einer Ehe. Jetzt ist es ja vielleicht das Timing für Carola, deiner Ex-Freundin, ein bisschen schlecht gewesen, sich jetzt genau jetzt von dir zu trennen. Weil jetzt bist du kurz vor dem Durchbruch, mehr oder weniger? Seit Jahren. Einmal mehr vor dem Durchbruch. Du hast einen Wahnsinnsfilm am Start und du spielst da mit Mario Adorf. War das nicht vielleicht ein Fehler, dass sie dich genau jetzt, wo du sozusagen mit Mario Adorf da so... Da will ich jetzt nicht, also ich glaube, mich zu verlassen, es ist immer die richtige Zeit, sich von mir abzuwenden. Also da will ich jetzt ihr nichts vorschreiben. Und es wäre ja auch furchtbar, wenn sie mit mir zusammen bliebe. Nur, weil ich jetzt mit Mario Adorf im Kino so... Ja, das genau. Wäre ja Quatsch. Also, wie heißt denn der Film? Schubert in Love. Ja, genau. Das ist ja für dich eine ganz neue Sache. Du bist ja sonst immer alleine auf der Bühne, du machst Stand-up. Jetzt in so einem großen Film mitzuspielen, da sind unglaublich viele Leute beteiligt. Also, ja. Ich glaube, es waren wirklich mehrere. Also, das wird sicher, ne, das wie viele Leute braucht man, um einen richtig guten Film zu machen? Wie viel man braucht? Ja. Bisschen cool. Also der Polunder bleibt an. Insofern kommt es nicht zum Äußersten. Ne? Aber es ist schon komisch. Also 6-2 ist schon mal ungewohnt. Und dann, dass er dann auch noch andere. So. Die machen verrückt. Aber das ist ja, Sexualität ist dein Thema. Also du stehst auch da kurz vorm Durchbruch, habe ich das Gefühl. Und deswegen gehst du ja mit einem Programm auf Tour, das heißt Forever Sexy. Was macht dich so sexy? Ich habe mir das hart erarbeitet. Also das ist wirklich Volkshochschule, Aufbaukurs. So, ich glaube, es gibt welche, die bekommen es in die Wiege gelegt. Ich bekomme es nicht in die Krippe gelegt. Also ich, es geht da aber eher um die Frage, muss man für immer sexy sein? Da sind wir schon wieder bei diesem Leistungsdruck. Ne? Geht das? Kann man alle Erwartungen erfüllen, die die Gesellschaft in einen setzt? Und ich glaube, das geht nicht. Ja, meine Damen und Herren, die Nächte werden länger, es wird kälter, es wird gemütlicher, dadurch vielleicht auch erotischer. Und deswegen haben wir uns den Mann eingeladen, der einmal mehr zum Teetrinker, zum Dichter, zum Poeten und auch zum Erotomanen wird in diesem Herbst. Das ist ohnehin sein Thema. Er wird, je älter er wird, immer erotischer für sich selbst, aber auch für andere. Und er wird uns davon erzählen. Herzlich willkommen. Hier ist unser allerliebster Sachse. Hier ist Olaf Schubert. Hey. Romantiker, Teetrinker, Dichter, du vereinst all das in diesem kleinen Körper. Bist du jemand, mit dem man über seine Träume sprechen kann? Jemand, der das versteht, was Frauen wollen? Ich versuche zu verstehen, aber es ist natürlich unwahrscheinlich komplex, wie ich feststellen musste. Also Frauen waren jetzt nie so mein Thema, aber man kommt einfach nicht drum rum. Und dann merkt man schon, sie sind anders. Und das hängt mit diesem Emotionshaushalt zusammen. Ich glaube, ein Mann hat ein Gefühl im Jahr, wenn es aufregend ist. Und eine Frau hat 10 Gefühle pro Sekunde, so sage ich mal so ungefähr. Und da prallen natürlich Erfahrungswelten aufeinander. Und
Das ist eigentlich nicht zu dechiffrieren, dieses Konvolut an Emotionen. Aber trotzdem hast du dich ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr mit Frauen beschäftigt. Und da hast du... Erstmal eine oder so. Oder ja, mit einer, ja, das reicht ja. Kennst du eine, kennst du alle. Oder, ja, ja. So. Also bist du jemand, der sich gut vorbereitet? Hast du Kerzen zu Hause? Legst du Barry White auf? Gurgelst du mit Mundwasser? Welche Vorbereitung triffst du, wenn du kurz davor bist, demnächst vielleicht eine Frau zu treffen? Ja, das macht man ja, glaube ich, nur, wenn man eine Frau kennenlernt. Ne? Also so kenne ich es von den anderen Männern. Man ist am Anfang sehr engagiert und dann kommt es zum Knick in der Leistungskurve, und zwar meist 3 Tage nach der Hochzeit. Ne? Das muss ja auch nicht. Ne? Leute, braucht man, um einen richtig guten Film zu machen? Wie viel man braucht? Ja. Bisschen Kohle. Wie viel braucht man? Ich weiß nicht. Mindestens 2. Einer, der die Kamera, und einer, der davor Faxen macht. Ne? Also mindestens 2. Aber ob der dann deshalb gut wird, ich weiß es nicht. Also gibt es dann Mindestmaß? Ich weiß es nicht. Man braucht eine gute Idee vielleicht und braucht einen guten Wecker, der einen wirklich auch früh um 6 weckt. Man muss doch früh anfangen. Ne? Ja, das war der Fall. Ja. Du sollst in diesem Film unbedingt ein Kind zeugen. Du bist der Sohn und Mario Adorf ist der Vater. Ist das schwer, dann so auf Knopfdruck so einen Sexualpartner zu finden? Den Akt der Leidenschaft zu verstrengen. Also das geht natürlich nicht. Genau, da kommen wir ja wieder. Man muss ja erstmal eine Frau finden und dann der Sexualakt, ja klar, ich meine, man kann dabei an was Schönes denken, aber das da hinkommen, das Vorarbeiten zum Ziel, das ist das, wenn man eigentlich gar nicht will. Ne? Man ist ja, naja, und dabei stand dir die Welt offen. Also wir können ja mal einen kurzen Blick reinwerfen in Schubert in Love, und man sieht wirklich, du hast die Auswahl aus vielen und du hast dich dann, glaube ich, für das richtige Modell entschieden, wenn ich das sagen darf. Bitte sehr. War das schwer, eine Bettszene zu ziehen? Es kam ja zu spielen, es kam ja zum Äußersten. Ja, es war jetzt nicht. Also der Polunder bleibt an. Insofern kommt es nicht zum Äußersten. Ne? Aber es ist schon komisch. Also 6-2 ist schon mal ungewohnt. Und dann, dass er dann auch noch andere. So. Die machen verrückt. Aber das ist ja, Sexualität ist dein Thema. Also du stehst auch da kurz vorm Durchbruch, habe ich das Gefühl. Und deswegen gehst du ja mit einem Programm auf Tour, das heißt Forever Sexy. Was macht dich so sexy? Ich habe mir das hart erarbeitet. Also das ist wirklich Volkshochschule, Aufbaukurs. So, ich glaube, es gibt welche, die bekommen es in die Wiege gelegt. Ich bekam es nicht in die Krippe gelegt. Also ich... Es geht aber eher um die Frage, muss man für immer sexy sein? Da sind wir schon wieder bei diesem Leistungsdruck. Ne? Geht das? Kann man alle Erwartungen erfüllen, die die Gesellschaft in einen setzt? Und ich glaube, das geht nicht. Muss ja auch nicht. Ne? Man kann ja auch mal nur so, höck, höck. Höck, höck. Was macht die Fans so verrückt nach dir? Was glaubst du, schätzen die am allermeisten an dir? Ich glaube, jetzt eher bei mir, die sind froh, wenn sie wieder raus sind. Also es ist nicht so... Ich will eigentlich ein Olaf zum Anfassen sein, aber es macht halt keiner. Ohne zu jammern. Wie muss deine Traumfrau sein? Was hast du eine genaue Vorstellung? Nur falls jetzt sich Leute melden? Nein, da will ich der Frau nichts vorschreiben. Also sie kann ja eh nichts mehr machen, sag ich mal. Man wird ja irgendwie geboren, die machen verrückt. Aber das ist ja, Sexualität ist dein Thema, also du stehst auch da kurz vorm Durchbruch, habe ich das Gefühl. Und deswegen gehst du ja mit einem Programm auf Tour, das heißt Forever Sexy. Was macht dich so sexy? Ich habe mir das hart erarbeitet. Also das ist wirklich Volkshochschule, Aufbaukurs. So, ich glaube, es gibt welche, die bekommen es in die Wiege gelegt. Ich bekam es nicht in die Krippe gelegt. Also ich... Es geht aber eher um die Frage, muss man für immer sexy sein? Da sind wir schon wieder bei diesem Leistungsdruck. Ne? Geht das? Kann man alle Erwartungen erfüllen, die die Gesellschaft in einen setzt? Und ich glaube, das geht nicht. Ja, meine Damen und Herren, die Nächte werden länger, es wird kälter, es wird gemütlicher, dadurch vielleicht auch erotischer. Und deswegen haben wir uns den Mann eingeladen, der einmal mehr zum Teetrinker, zum Dichter, zum Poeten und auch zum Erotomanen wird in diesem Herbst. Das ist ohnehin sein Thema. Er wird, je älter er wird, immer erotischer für sich selbst, aber auch für andere. Und er wird uns davon erzählen. Herzlich willkommen. Hier ist unser allerliebster Sachse. Hier ist Olaf Schubert. Hey. Roman-
Romantiker, Teetrinker, Dichter, du vereinst all das in diesem kleinen Körper. Bist du jemand, mit dem man über seine Träume sprechen kann? Jemand, der das versteht, was Frauen wollen? Ich versuche zu verstehen, aber es ist natürlich unwahrscheinlich komplex, wie ich feststellen musste. Also, Frauen waren jetzt nie so mein Thema, aber man kommt einfach nicht drum rum. Und dann merkt man schon, sie sind anders. Und das hängt mit diesem Emotionshaushalt zusammen. Ne? Ich glaube, ein Mann hat ein Gefühl im Jahr, wenn es aufregend ist. Und eine Frau hat 10 Gefühle pro Sekunde, so sage ich mal so ungefähr. Ne? Und da prallen natürlich Erfahrungswelten aufeinander. Und das ist eigentlich nicht zu dechiffrieren, dieses Konvolut an Emotionen. Aber trotzdem hast du dich ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr mit Frauen beschäftigt. Und da hast du... Erstmal eine oder so. Oder ja, mit einer, ja, das reicht ja. Kennst du eine, kennst du alle. Oder, ja. Ja. So. Also bist du jemand, der sich gut vorbereitet? Hast du Kerzen zu Hause? Legst du Barry White auf? Gurgelst du mit Mundwasser? Welche Vorbereitung triffst du, wenn du kurz davor bist, demnächst vielleicht eine Frau zu treffen? Ja, das macht man ja, glaube ich, nur, wenn man eine Frau kennenlernt. Ne? Also so kenne ich es von den anderen Männern. Man ist am Anfang sehr engagiert und dann kommt es zum Knick in der Leistungskurve, und zwar meist 3 Tage nach der Hochzeit. Ne? Das muss ja auch nicht. Ne? Man kann ja auch mal nur so höck, höck. Höck, höck. Was macht die Fans so verrückt nach dir? Was glaubst du, schätzen die am allermeisten an dir? Ich glaube, meine... Und das hat bei uns nicht geklappt. Also dazu kommt... Wie viel braucht man? Ich weiß nicht. Mindestens 2. Einer, der die Kamera, und einer, der davor Faxen macht. Ne? Also mindestens 2. Aber ob der dann deshalb gut wird, ich weiß es nicht. Also gibt es dann Mindestmaß? Ich weiß es nicht. Man braucht eine gute Idee vielleicht und braucht einen guten Wecker, der einen wirklich auch früh um 6 weckt. Ne? Man muss doch früh anfangen. Ne? Ja, das war der Fall. Ja. Du sollst in diesem Film unbedingt ein Kind zeugen. Du bist der Sohn und Mario Adorf ist der Vater. Ist das schwer, dann so auf Knopfdruck so einen Sexualpartner zu finden? Den Akt der Leidenschaft zu verstrengen. Also das geht natürlich nicht. Genau, da kommen wir ja wieder. Man muss ja erstmal eine Frau finden und dann der Sexualakt. Ja klar, ich meine, man kann dabei an was Schönes denken, aber das da hinkommen, das Vorarbeiten zum Ziel, das ist das, wenn man eigentlich gar nicht will. Ne? Man ist ja, naja, und dabei stand dir die Welt offen. Also wir können ja mal einen kurzen Blick reinwerfen in Schubert in Love. Und man sieht wirklich, du hast die Auswahl aus vielen und du hast dich dann, glaube ich, für das richtige Modell entschieden, wenn ich das sagen darf. Bitte sehr. War das schwer, eine Bettszene zu ziehen? Es kam ja zu spielen, es kam ja zum Äußersten. Ja, es war jetzt nicht... Ich habe ja, also der Polunder bleibt an, insofern kommt es nicht zum Äußersten. Ne? Aber es ist schon komisch, also 6-2 ist schon mal ungewohnt und dann, dass er dann auch noch andere, so, die machen verrückt. Aber das ist ja, Sexualität ist dein Thema, also du stehst auch da kurz vorm Durchbruch, habe ich das Gefühl. Und deswegen gehst du ja mit einem Programm auf Tour, das heißt Forever Sexy. Was macht dich so sexy? Ich habe mir das hart erarbeitet. Also das ist wirklich Volkshochschule, Aufbaukurs. So, ich glaube, es gibt welche, die bekommen es in die Wiege gelegt. Ich bekomme es nicht in die Krippe gelegt. Also es geht da aber eher um die Frage, muss man für immer sexy sein? Da sind wir schon wieder bei diesem Leistungsdruck. Ne? Geht das? Kann man alle Erwartungen erfüllen, die die Gesellschaft in einen setzt? Und ich glaube, das geht nicht. Ja, meine Damen und Herren, die Nächte werden länger, es wird kälter, es wird gemütlicher, dadurch vielleicht auch erotischer. Und deswegen haben wir uns den Mann eingeladen, der einmal mehr zum Teetrinker, zum Dichter, zum Poeten und auch zum Erotomanen wird in diesem Herbst. Das ist ohnehin sein Thema. Er wird, je älter er wird, immer erotischer für sich selbst, aber auch für andere. Und er wird uns davon erzählen. Herzlich willkommen. Hier ist unser allerliebster Sachse. Hier ist Olaf Schubert. Hey! Romantiker, Teetrinker, Dichter, du vereinst all das in diesem kleinen Körper. Bist du jemand, mit dem man über seine Träume spricht? Andere? So. Die machen verrückt. Aber das ist ja, Sexualität ist dein Thema. Also du stehst auch da kurz vorm Durchbruch, habe ich das Gefühl. Und deswegen gehst du ja mit einem Programm auf Tour, das heißt Forever Sexy. Was macht dich
so sexy? Ich habe mir das hart erarbeitet. Also das ist wirklich Volkshochschule, Aufbaukurs. So, ich glaube, es gibt welche, die bekommen es in die Wiege gelegt. Ich bekam es nicht in die Krippe gelegt. Also ich, es geht da aber eher um die Frage, muss man für immer sexy sein? Da sind wir schon wieder bei diesem Leistungsdruck. Ne? Geht das? Kann man alle Erwartungen erfüllen, die die Gesellschaft in einen setzt? Und ich glaube, das geht nicht. Ja, meine Damen und Herren, die Nächte werden länger, es wird kälter, es wird gemütlicher, dadurch vielleicht auch erotischer. Und deswegen haben wir uns den Mann eingeladen, der einmal mehr zum Teetrinker, zum Dichter, zum Poeten und auch zum Erotomanen wird in diesem Herbst. Das ist ohnehin sein Thema. Er wird, je älter er wird, immer erotischer für sich selbst, aber auch für andere. Und er wird uns davon erzählen. Herzlich willkommen. Hier ist unser allerliebster Sachse. Hier ist Olaf Schubert. Hey! Romantiker, Teetrinker, Dichter, du vereinst all das in diesem kleinen Körper. Bist du jemand, mit dem man über seine Träume sprechen kann? Jemand, der das versteht, was Frauen wollen? Ich versuche zu verstehen. Aber es ist natürlich unwahrscheinlich komplex, wie ich feststellen musste. Also, Frauen waren jetzt nie so mein Thema, aber man kommt einfach nicht drum rum. Und dann merkt man schon, sie sind anders. Und das hängt mit diesem Emotionshaushalt zusammen. Ich glaube, ein Mann hat ein Gefühl im Jahr, wenn es aufregend ist. Und eine Frau hat 10 Gefühle pro Sekunde, so sage ich mal so ungefähr. Und da prallen natürlich Erfahrungswelten aufeinander. Und das ist eigentlich nicht zu dechiffrieren, dieses Konvolut an Emotionen. Aber trotzdem hast du dich ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr mit Frauen beschäftigt. Und da hast du... Erstmal eine oder so. Oder ja, mit einer, ja, das reicht ja. Kennst du eine, kennst du alle. Oder, ja. Ja. So. Also bist du jemand, der sich gut vorbereitet? Hast du Kerzen zu Hause? Legst du Barry White auf? Gurgelst du mit Mundwasser? Welche Vorbereitung triffst du, wenn du kurz davor bist, demnächst vielleicht eine Frau zu treffen? Ja, das macht man ja, glaube ich, nur, wenn man eine Frau kennenlernt. Ne? Also so kenne ich es von den anderen Männern. Man ist am Anfang sehr engagiert und dann kommt es zum Knick in der Leistungskurve, und zwar meist 3 Tage nach der Hochzeit. Ne? Das muss ja auch nicht. Ne? Man kann ja auch mal nur so höck, höck. Höck, höck. Was macht die Fans so verrückt nach dir?